von einem Wasservogel genannt Ente. Und diese genannte Ente heißt Schnatterschnatt. Warum heißt sie Schnatterschnatt? Sie hat den ganzen Tag nichts Besseres zu tun, als zu schnattern. Und wenn sie was anderes tut, man erzählt ja meistens das Besondere und man singt auch meistens von dem Besonderen, deshalb singe ich jetzt. Mm-hmm.